Ja, nice button. Bend over. Greifen, oder? But let's just feel it quickly, then. Das ist der Neue, der nur das eine will. So they caught my. Okay. And thrust and drill. Nur nach seiner Kompassnadel richtet. Okay, stop staring at my tits now. Good, anyway. You're just staring at my tits. Wenn er schon das Oberteil von ihr nicht ausziehen und sie auch nicht küssen darf. Guess the tit. Everyone's is cool. Sie wollen halt wirklich einfach nur die Kleidung von den Mädels runterreißen. Eyes on anything with a vag. Falls auch meine Nase noch ein bisschen rot ist, ich war gerade draußen, es ist super schön sonnig, aber auch windig am Rad. Servus Leute und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 von Love Island irgendwo in Spanien. Ja, heute geht's um die neuen zwei Jungs und einer der beiden Jungs, der ist so wie der Cam, der möchte einfach nur die Frauen ausziehen und rummachen. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dieser Knutschfolge. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! I didn't want it to come across like that, because that's not me. That's what... It's not, no, that's not me. Nein, 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 das ist er doch nicht. Beim ersten Date knutscht er doch nicht. Aber Love Island ist ja genau dafür da, einfach zu machen, ne? Also, los geht's. I reckon me, you know, when you get pretty loved up, you're a little softy, you. Yeah. And tell. Wow, sein Akzent ist echt, echt krass. Er wird sogar untertitelt von RTL, weil er einfach so einen starken Akzent hat. I think if a girl walked in and she was, like, dark, petite, I think you would... Damit möchte sie sagen, dass sich der Cam nur nach seiner Kompassnadel richtet. Und ja, dann einfach die neue auswählen wird, falls sie besser aussieht. It depends, like if you're looking for landmines, you use a metal detector most of the time. Kompletter Themenwechsel, die Camilla spricht über ihren Job als Landminenentschärfungsbeauftragte oder sowas. Mega spannend eigentlich. Well, her body's ridiculous, mate. Yeah, it's not a bit of fat enough. I mean, she's all like abs and muscle and shit. Der Don findet Jess' Körper einfach geilomatico, aber seine Ex, die seit gestern seine Ex ist, ja, die hat jetzt langsam Zukunftsängste. I want to feel like semi-safe, and I don't feel safe at the minute. It's being like tactical. Yeah, true. Also, sie will nur einen Typen, um die nächsten 6 Wochen noch in der Villa zu bleiben und einfach nicht aus dem Spiel rauszufliegen. I need to just focus on me staying in. That is the issue, because now I'm single. Ach ja, und natürlich ist das große Ziel dann das Preisgeld. Und dafür braucht sie halt natürlich auch einen Typen, weil sonst kann sie ja nicht gewinnen. Montana said she'd want to pick me. Chloe said she'd want to pick Harley, so we'll definitely be pairing up with each other. Ich glaube, dass in der deutschen Version solche Szenen rausgeschnitten werden, wo halt darüber geredet wird, wer wen wählen wird, weil die haben sich eigentlich schon fix festgelegt. Someone's got text. Oh, it's Montana. Oh, it's me. Oh my god, I actually got a text! Die Reaktion einer jeden, wenn man seinen Schwarm zum Date einlädt und nach 2 Wochen einfach eine Zusage bekommt. Girls, this evening, 2 new boys will enter the villa and you will host a welcoming party. Hashtag fresh meat, hashtag girls on top! Oh, meine Ohren. Gerade noch reden sie über ihre Couples, wie sie sich entscheiden werden. Aber sobald es um die neuen Jungs geht, sind die Mädels wieder geil drauf und sie wollen andere Leute kennenlernen. It's not ideal. Shit. Und jetzt haben natürlich die Jungs Angst, dass sie von den neuen 2 Jungs ersetzt werden könnten. I honestly have warmed to the girls a lot because like they seem like genuine girls. Ja, sehr, und sie machen sich auf jeden Fall schon sehr heiß für die neuen Boys. The girls are getting in shape. And dip and lift. And dip and lift. And thrust and drill. Ach, finde ich das dann immer merkwürdig, wie die ganze Gruppe an Jungs dann da sitzt und die Mädels beim Sport zuschaut, wie die Ärsche rauf und wieder runter geht. Wieder rauf und wieder runter. Okay, now look at her ass. Oh my, look, oh my god. Cam. Seiner Amber sagt er immer, dass er nicht nur das eine haben möchte, aber wenn sie vor ihm ist, dann muss er immer begutachten und kommentieren. Yeah, but she done the splits with her legs at the same time. Oh fuck, I've got a semi. Der Cam braucht echt nicht mehr lange, bis er sich die nächstbeste schnappen wird und unterm Bett verschwinden wird. Unter die Bettdecke zischen und Spaß haben wird. Oh Gott. Oh no, don't. Oh no, Jess. Jess and Amber, they split at the same time. Apropos Spagat. Ich kann mir nicht helfen, aber wenn ich das Wort Spagat lese, dann denke ich immer irgendwie an Spargel. Das passt ja auch so, die Füße sind ja auch so wie Spargel. It's white, it's white material. We're all just fucking idiots. Ja, immerhin ist es ihm aufgefallen, ne? Stand, not stand off with you, but I'm just not telling you exactly. So I'm gonna go and melt you and say that I do like you. I do like. Ja, sie ist super begeistert von Milchbubi Sam. Sie wird ihn sofort heiraten, so toll wie sie ihn findet. Less melty in the future. So this, I'll let you off this time. Okay, das kam jetzt irgendwie aus dem Nichts. Es ist einfach passiert.
Und er war irgendwie nicht harmonisch, nicht rhythmisch. Maybe wear something like, you know, the skirt yeah. that we all have. White on white with okay. a white bra yeah. underneath. That could be cute. Die Mädels besprechen halt meistens ihre Outfits mit 15 Freundinnen, ziehen sich 100 Mal um, ah, noch diese Uhr, diesen Ring und Jungs so Jeans, schwarzes Shirt und einfach Deo. Das war's. You could pull out a sexy with a red lip. Aber dafür könnt ihr eine dicke Lippe kassieren. When you've done your makeup, do your hair and makeup first. No, I don't feel uncomfortable at all. Den Produzenten der Show könnte es gefallen, weil dann können sie diese Szenen so als Teaser-Szenen einsetzen, damit die Leute nächstes Mal wieder einschalten. I feel like I look like a walking lemon. Looks amazing. Für jede Zitrone gibt's eine Zitruspresse und hier sind die Jungs, die Mädels auspressen können. Ach du meine Güte, das gab schon lang nicht mehr, dass Mädels so laut geschrien haben und natürlich, das Geschrei, das hört man bis zum Mond. To be fair, mate, at the end of the day, they ain't nothing special, it looks wise. Aber den Mädels gefallen die zwei neuen Jungs schon ziemlich gut, zumindest so auf den ersten Blick. Oh, mate, one step between Amber though. I'm not even joking, yeah. I would say Amber caught my eye. Der neue Typ, der sich in die Amber verguckt hat, der schaut doch dem Cam voll ähnlich, dem Typen, der jetzt die Amber als Freundin hat. Every single boy in here likes girls with brunette hair. I haven't got brunette hair. Sie ist auch an dem neuen Typen interessiert, aber Blondinen mag er halt auch nicht. Stuck. Aber wenn das mal kein Zeichen ist, dass wenn sie stecken bleibt, sie dem Typen einfach nicht nachgehen soll. Ich meine, er mag ja keine Blondinen, dann soll es einfach nicht sein. And she had them out, so they caught my eye. I'm more attracted to like brunettes and stuff, naturally. Das ist der Neue, der nur das eine will und er will eine Brünette, genau sie, wo man was zum Glotzen hat und sie denkt genau andersrum, sie hat den viel besseren Verstand. But I do think love is blind, like as soon as you really have that connection with someone, it doesn't really matter what they look like, you just want. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber das ist die Bombenbeauftragte, die schon etwas älter ist und sie ist halt echt vernünftig, natürlich, normal und total lieb. Speaking to Chris. He's very nice. Er ist sehr nett und er ist sehr höflich und er ist überhaupt nicht oberflächlich. Decided that you should go on a date with Johnny. Oh, sie bekommt kein Date mit ihrem Chris, den sie ja so mag, sondern mit dem anderen, dem Johnny, und es wird weird. You look a bit on edge. No, it's just, I'm just... Yeah, we haven't spoken yet. I know, I know. Es schaut voll so aus, als würde sie ihn gar nicht kennenlernen wollen, aber sie muss halt, ne? Sie wurde halt dahingestellt und jetzt muss sie für die Kamera performen. 99% of girls would not come on a TV show and have sex on TV. I assume that's what you're... Aber so 50-60%, die sich bei den Dating-Formaten bewerben, die würden es schon machen. I'll put the rain. I can read signs. Ja, es ist mega cringy. Sie will einfach nur weg. Sie will weit, weit weg und nie mehr mit ihm reden. Feeling the vibes of anyone right now? I'm not feeling anything. Feeling the heat from the fire. No, brother. Ach ja, Hauptsache das Feuer wärmt sie. Sie ist glücklich ohne jemanden. Hauptsache sie ist im Urlaub. Einfach forever alone. Montana, the public have been voting and have decided that you should go on a date with Chris. Okay, sie weiß schon, was sie auf der versteckten Terrasse machen möchte und er ist ja auch der Typ, der einfach nur will. Yeah, I'm seeing through it. Okay, stop staring at my tits now. Sorry, yeah. I thought I was gay, so. Das wird nicht die einzige Dame sein, die seinen Blick von da nach da lenken muss. So you like have a smooch in it and like no one will know. Come yeah, on. Could do, but... Could do, come on. Nein. Er bleibt hartnäckig, aber er weiß ja auch, wenn es bei ihr nicht klappen wird, hat er eh noch andere Damen, wo er es genauso offensiv versuchen kann und auch wird. I'm not doing this, mate. You know. No. Why? I'm not saying I want one, but I'm just saying. Ja, und wenn er schon das Oberteil von ihr nicht ausziehen und sie auch nicht küssen darf, dann muss er halt von hinten Komplimente machen. You got a nice bun? Thanks. Yeah. I squat, go to the gym. Ach, das wird noch eine wilde Sache mit dem Typen. Das wird noch was. I don't know, let me have a look. Bend over. I'm not... Fucking hell! Ja, und wenn sie schon so frech ist und sich nicht vor ihm runterbeugen möchte, dann will er zumindest mal, ne, greifen, oder? Well, let's just feel it quickly, then. You can't feel it quickly. Grab it. No, absolutely not. Why? Ganz komisch, der Typ. Wenn sich so jemand beim ersten Date verhält, dann lauft's weit weg. You got a nice smile. Thanks. After you.
You should look at my ass. Like, it's not even polite. Wir werden noch sehen, was mit dem Typen passieren wird, aber jetzt sind Amber und Cam dran, die knutschen. Das ist ernst, Anna. Sie hätten doch einfach noch eine Stunde warten können, bis die Lichter aus sind und alle schlafen, und dann hätte sie keiner gestört beim Rumfummeln. Ey? Ja, I fucking hammer. Und weil im Bett dann doch nicht so viel gelaufen ist, ist am nächsten Morgen der Druck beim Ken einfach noch viel größer. For that today, I'm looking like I got a bit of a package. Oh, yeah, you do actually. Yeah, do I? Yeah. I think it's just because I had a bit. Milchbubi Sam hat Kens Hoseninhalt inspiziert, alles Paletti, und der Chris von gestern, der will jetzt schon wieder die nächste Frau aufreißen. You cuddle me sleep tonight? No. Do you want me to cuddle you sleep? No. Just a night, with like friendly cuddles. Er versucht es halt einfach auf die direkteste Art möglich. Er will einfach direkt den Körperkontakt. Islanders, it's time for a battle of the bods. Challenge, die Frauen dürfen die Männerkörper ertasten, und der Cam, der will sich schon ein kleines Würstchen einschmuggeln. But I'm not sure if it's just body or they're gonna have a feel, a bit of a package. I'm thinking putting a little sock in there. I'm having a proper. Der Cam möchte mit einer Socke nachhelfen, und die anderen Jungs, die haben auch schon eine Methode, um alles etwas voller und praller zu gestalten. It's only one package that they're bothered about, isn't it? And everyone's is cool. Das habe ich halt auch noch nie erlebt, dass sich drei Jungs in einem Zimmer mit Föhn und Glätteisen ihren Schritt erwärmen. Ja. Really small at the minute, you know. Really small at the minute. I'm gonna have to do something. Aber ja, was soll man machen? Es bleibt alles so, wie es ist, denn was man nicht hat, kann man halt auch nicht größer machen. Alright. Hopefully we'll get a go after it as well. Guess the tit. You can't touch this. Die meisten wollen hier halt einfach nur schnell irgendwie an die Frauen rankommen und rummachen. Mehr ist es dann nicht. Oh my god. Wow, okay! That game was so hard. So hart. Das hat sie sicher gesagt, als sie durch die Öffnung, die zwischen den Beinen liegt, gegriffen hat. Der Plan von den Jungs, auch mal angreifen zu dürfen, fällt leider ins Wasser, denn das Spiel dürfen halt nur die Mädels spielen und nicht die Jungs. Prize. Girl of your choice and a bottle of bubbly over to the hot tub. Chloe. Oh je, nicht schon wieder der Chris. Nicht, dass er jetzt versucht, die Chloe im Whirlpool auszuziehen, so wie er es bei der Montana gestern versucht hat. No, you're looking looking good anyway. But you're just staring at my tits. No, you're looking good. You are. I said, that's a well nice bikini. Yeah, but you're staring at my tits. Der Cam und vor allem auch der neue Chris, die wollen halt wirklich einfach nur die Kleidung von den Mädels runterreißen und glotzen und angreifen. Das ist deren Love Island Ziel. Whereas Chris, he's honestly got his eyes on anything with a vag. Ja, ich meine, so kann man es halt auch beschreiben. Er hat ein Ziel vor Augen. I'm giving you a little cuddle tonight. What do you take me for? No, I'm just saying, like, you would like, man, you give me a cuddle or something. Das hat er ihr ja schon am Vormittag vorgeschlagen, wo sie eigentlich zum ersten Mal miteinander geredet haben. Aber es wird nicht nur zum Kuscheln kommen. That was good. Und auch bei den zwei, ganz plötzlich kommt es einfach zum Knutschen. Komm her. Und die Blonde im Whirlpool, die der Chris gerade noch aufreißen wollte, wird nach dem Whirlpool-Date vom Chris um den Finger gewickelt und doch noch aufgerissen. Just chill, man. Du gehst fucking out. Ja, also das ging auch ziemlich einfach. Sie war traurig, weil sie ja mit dem einen Ex mittlerweile Schluss gemacht hat oder so. Und er wollte sie trösten, und dann haben sie einfach ihre Zungen zusammengesteckt. Sein erstes Ziel hat der neue Chris erreicht, nach einem Tag schon rumzuknutschen. Was passiert dann morgen? Chloe ist glücklich, ihr Ex ist traurig, aber wie die Geschichte weitergeht, sehen wir nächstes Mal. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt und wenn es euch gefallen hat, schreibt mir sehr gerne einen Kommentar und lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schaut hier oben sehr gerne zu Temptation Island Trend. Hier unten ist die ganze Staffel von Ex on the Beach verlinkt. Hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Oh, endlich kann ich essen gehen.